So, ja, Sie sind Kulturbotschafter der Mongolei. Also, das ist natürlich eine wichtige Funktion und seit einigen Jahren, glaube ich, bei uns neuerdings werden solche Kulturbotschafter ernannt. Und es ist schön. Und was tun Sie in dieser Eigenschaft und oder was haben Sie jetzt vor, als Kulturbotschafter der Mongolei weiter zu tun? Also als erstes, da bin ich gerade dabei, werde ich das Buch vom Jack Weatherford, welches mir der Botschafter in Berlin überreicht hat, von Englisch in Deutsch übersetzen, damit man, wenn Gäste in die Botschaft kommen, die sind ja viele deutsche Gäste, die in die Botschaft kommen, dass die Gäste das dann auch in Deutsch lesen können und sich nicht so viel Mühe machen müssen, das alles in Englisch zu lesen. Sie übersetzen selbst. Ich übersetze selbst mit meiner Frau. Und dann haben wir ein spezielles Gebiet gefunden. Und zwar, wir sind ja sehr in der Unterstützung für Kinder. Und wir werden Kinderbücher, deutsche Kinderbücher oder deutsche Märchen in Mongolisch übersetzen. Und umgedreht, das ist noch viel interessanter, wir haben einige wenige mongolische Kinderbücher entdeckt im Internet und die werden wir auf Deutsch übersetzen. Ja. Und dafür suchen wir eigentlich noch einen sehr guten Illustrator, also einen Maler oder einen Künstler, der das aber, der Bilder dazu malen kann, die aber für Kinder interessant sind. Also nicht nur so irgendwelche Strichzeichnungen, sondern einfach sympathische, emotionale Bilder für Kinder. Und da wir ja immer an Kooperation interessiert sind, würden wir uns sehr freuen, wenn wir da im Laufe der Zeit vielleicht mal einen Maler kennenlernen, der sowas kann. Das kann ein Grafiker sein, das muss jetzt nicht irgendein berühmter Kunstmaler sein, das kann auch ein Student sein von der Akademie. Also wir sind da ganz offen, aber wir wollen damit auch wieder zum Ausdruck bringen, dass wir eben sehr interessiert daran sind, mongolische-deutsche Kooperation zu machen. Ja, also das ist nicht diese zwei Bücher Projekt, das ist natürlich sehr interessant, auch persönlich für mich, weil ich bin selbst Übersetzer, Herausgeber von mehreren Büchern Sehr gut. und deswegen, ich kenne auch im mongolischen Buchwesen gut aus. Ich glaube, ich kann Ihnen helfen, dass Sie einen Hervorragend. guten Buchmaler Ja, findet. Ja. weil ich habe auf meiner Reise letztes Jahr durch die Mongolei einige Künstler kennengelernt, die aber natürlich in erster Linie ihre eigenen Bilder präsentieren wollen. Also die waren für das Thema Kinderbuchillustrationen zu machen, nicht so aufgeschlossen. Kann man auch verstehen, muss man auch akzeptieren. Ja. Und Sie waren einmal in der Mongolei, ne? Zweimal. Ah, schon zweimal. In 2006 zur 800-Jahr-Feier haben wir gespielt im Open Air im Naadam-Stadion in Ulaanbaatar. Und letztes Jahr war ich eben auch nochmal in der Mongolei, um diesen Imagefilm zu drehen. Und mongolische Rockmusik gehört oder wie welchen Ja, Eindruck Ihnen hat ich sie habe gemacht? in der großen Jurte habe ich den Chinggis Khan Schauspieler kennengelernt. Ich weiß leider jetzt nicht mehr, wie sein Name ist, weil die Namen sind ein bisschen schwierig für uns zu behalten. Und auch der Rockmusiker mit dem Zylinder, der war auch da. Ja, Der der ist Kleine. ja, der Ja. ist auch. Aha, okay. So, da hat jetzt vorgegeben zwei Fragen. Also Sie haben vorhin auch kurz erwähnt, dass den 40. Jahrestag Ihrer Gruppe begehen wird. Und was haben Sie vor aus diesem Anlass, erstens? Und vielleicht wieder so ein Hit wie Chingis Khan aus diesem Anlass zu erwarten? Ja, also wenn es uns gelingt, man weiß es ja vorher nie. Man weiß ja nie, man komponiert und produziert ein neues Lied und ob das dann erfolgreich ist, wird, das weiß man ja nicht. Aber wir haben gestern ein neues Lied veröffentlicht mit Video und das heißt Die Straßen von Paris.
Nächstes Jahr findet ja Mongolei und Frankreich ein Jubiläum statt. Und wir arbeiten an einem neuen Album, was, sagen wir mal, noch weiter multikulturell wird, als wir bisher gearbeitet haben. Also wir werden in Deutsch singen, wir werden in Englisch singen und wir werden in Spanisch singen. Und in Mongolisch. Okay. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Es ist so schwer. Okay. Mit den mongolischen Künstlern. Ja, das kann man, da kann man drüber nachdenken. Das ist richtig, dass man einen mongolischen Künstler dazu nimmt. Und die Straßen von Paris haben wir jetzt auch auf Französisch gemacht. Also wir versuchen, so viel wie möglich Kooperation zu machen mit allen möglichen Sprachen und Ländern und auch von den Themen her. Also die sind auch ganz unterschiedlich. Und es wird auf jeden Fall nächstes Jahr eine Tour stattfinden über die gesamte Seidenstraße, über die neue Seidenstraße. Das heißt also Usbekistan, die ganzen Länder bis hoch nach Duisburg zum Hafen und bis hoch nach Deutschland. Wir werden ungefähr eine Tour spielen mit 48 Städten. Und werden da natürlich wieder, genau wie Kanada, wie mit Südamerika, wo wir überall unterwegs sind, auch Südkorea, und jetzt sind wir gerade dran, die ersten Kontakte Richtung China zu knüpfen. Einfach, dass wir offen für alle Länder sind, die unsere Musik gerne hören wollen. Okay, so, jetzt machen wir mal Schluss diesmal, okay. Und dann anderes Wort, dann können wir weiter. Was ist? Ich bin hier heute, weil 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 ich bin hier heute,